Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr de Maizière, aber auch andere Kollegen. Ich denke, wer das Grundrecht auf Familienschutz hier in Frage stellt, spaltet nicht nur unsere Gesellschaft, sondern macht auch jegliche Integration kaputt. Und das geht gar nicht. Und Herr Kollege Thome, ich teile ja Ihre grundlegende Einschätzung, was die Verfassung angeht und das Grundrecht auf Familie. Aber ich möchte allen hier im Hause einmal das Beispiel vorführen, was es eigentlich für einen minderjährigen jugendlichen Flüchtling aus Syrien bedeutet, wenn er keinen Familiennachzug bekommt oder sie. 2013 in den Kriegswehren, von der Familie getrennt, nach langer Flucht 2015 endlich in Deutschland angekommen, dann ein Jahr warten auf eine Asylentscheidung und vor allen Dingen dann die Familie nachholen zu können und dann die Entscheidung subsidiärer Schutz, also vorübergehend ein Jahr. Wir haben gehört schon hier, gerade aus Syrien, die Flüchtlinge werden über lange Zeit bleiben, das ist auch unsere Einschätzung. Es folgt dann die Aussetzung der Familiennachzug im März 2016 für 2 Jahre. Härtefälle scheitern in der Regel. Dann im Jahre 2018, das Kind ist schon 5 Jahre von der Familie getrennt, soll eine weitere Familienzusammenführung nicht folgen. Meine Damen und Herren, das heißt weiter warten, hoffen auf die Staffelung aus den Sondierungsgesprächen. Inzwischen naht der 18. Geburtstag. Das Recht auf Familiennachzug ist dann verwirkt. Und wahrscheinlich wird dieser Jugendliche seine Familie über lange, lange Jahre nie wiedersehen. An diesem Punkt kann ich nur sagen, jedes Kind, jeder Jugendliche braucht seine Eltern und die Eltern brauchen ihre Kinder, wenn sie wirklich eine Integration bekommen sollen. Und dafür müssen wir hier kämpfen. Und im Übrigen, wie soll ein Kriegstrauma, Schutzsuchende werden mental dadurch zerstört. Wie soll das überhaupt funktionieren, dass man das behandelt? Die Konsequenz Ihrer Politik, eine Politik... Frau Kollegin, Entschuldigung, bitte um Entschuldigung. Gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Nein. Die Konsequenz Ihrer Politik heißt eben, dass Familien zerrissen werden, Flüchtlinge auch schon in den Tod getrieben wurden. Ich habe es hier einmal vorgeführt, wie eine Familie es nicht mehr ausgehalten hat und Frau und Kinder im Mittelmeer ertrunken sind. Eine Integration ist meines Erachtens auch von vielen Studien belegt worden, wie wichtig sie gerade ist, wenn es, und dazu gehört eben die Familienzusammenführung, ganz eindeutig. Kirchen, NGOs werden hier einfach negiert, dass sie fordern, bitte macht endlich die Familienzusammenführung wieder möglich. Die Menschen, die helfen, haben im Grunde genommen mit der Bürokratie in Deutschland größte Schwierigkeiten, sind frustriert und sie schrecken auch ab, dass hier weiter Menschen sich engagieren. Das auch, das ist nicht hinnehmbar. Und Herr Innenminister, in der Tat, wir reden hier um 60.000 Menschen, die zuziehen würden. Wenn ich die GroKo, die Sondierung sehe, dann bedeutet das, dass wir die Familien weiterhin 5 Jahre warten müssen, bis sie hierher kommen können. Und ich halte das ganz klar für verfassungswidrig, wie Sie hier damit umgehen. Und damit missachten Sie den Grundsatz des Schutzes der Familie ganz eindeutig. Und ich appelliere auch noch mal an die SPD. Wie kann es sein, dass Sie sich auf so einen faulen Kompromiss einlassen? Sie wissen ganz genau, wie die Zahlen aussehen. Und Sie wissen auch ganz genau, was das im Einzelnen bedeutet. Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen, dass die Union
nicht einmal den Fachausschuss beraten lassen will, sondern hier im Ruckzuckverfahren schon am nächsten Montag bzw. in der nächsten Sitzungswoche Montag eine Anhörung hier durchführen will mit dem Hauptausschuss, also nicht mit dem Fachausschuss. Und diese Durchzockerei finde ich auch wirklich unmöglich, wie damit umgegangen wird. Wir brauchen eine vernünftige Beratung mit Sachverständigen und nicht so ein Durchgezocke. Das zeigt einfach, Sie machen mit diesen 60.000 Menschen eine Politik in diesem Land, die unerträglich ist und die tatsächlich dazu führt, dass hier weiterhin Vorurteile gemacht werden, dass vor allen Dingen diese Gruppe stigmatisiert wird. Und die Linke steht ganz klar dafür, dass wir Familiennachzug sofort wieder zulassen, damit endlich Humanität eintritt. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin ist die Fraktionsvorsitzende der Fraktion Bündnis.